Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich Ihnen einfach ein kurzes Meinungsvideo zur aktuellen Marktlage abgeben. Vielleicht seid ihr ein bisschen beunruhigt und wollt auch einfach mal eine zweite Meinung hören, beziehungsweise wie ich einfach mit der Sache umgehe. Oder wenn ihr gar nicht am Finanzmarkt gerade teilnimmt, dann ist vielleicht auch mal ein ganz interessanter Einblick, was so gerade abgeht. Also bleibt dran, bis gleich. Jo, was ist in den letzten 2 Wochen passiert? Aktuell wird ja wieder eine neue Sau gerade durchs Dorf getrieben, und zwar sind es die Renditen der US-Staatsanleihen. Kann man uns mal kurz anschauen. Wir haben zufällig hier, ich habe sie nicht zufällig hier, ich habe sie ja bewusst hier. Da sieht man hier, das waren die letzten 2 Wochen, war hier ein starker Peak, und dann haben am Donnerstagabend war ja dann nochmal ein Interview mit dem Fed-Chef im Wall Street Journal, glaube ich, und dort hat er ja nicht wieder das gesagt, was eigentlich der Markt erwartet hätte, beziehungsweise erhofft hätte, wäre, dass er durch Anleihekäufe versucht, wieder diesen Zinssatz zu drücken. Und dann ging es gleich wieder nach oben. Und das hat am Ende dazu geführt, dass doch zu einer ziemlich starken Abverkauf an den Finanzmärkten kam. Also im Endeffekt dreht sich um eine einzige Zahl, das ist die hier oben. Also es geht darum, ob jetzt dieser Wert auf 1, 1,2, 1,3, 1,5 oder 1,7% steht. Jo, das ist also der Anlass. Aber wir haben diesen Zinssatz auch schon mal kennengelernt, und zwar bei der Optionspreisberechnung. Weil dieser Zinssatz, den kann man auch als risikolosen Zinssatz bezeichnen, und der spielt ja bei der Optionspreisberechnung ebenfalls eine Rolle. Die Optionspreisberechnung besteht ja im Wesentlichen aus der Volatilität und eben dann noch aus diesem risikolosen Zinssatz. Und da habe ich ja schon meinen Kommentar dazu abgegeben, dass ich eigentlich dieses Modell, wo da dahinter steckt, bei der Optionspreisberechnung, doch für ziemlich naiv und realitätsfremd halte. Deshalb finde ich es immer schwierig oder ein bisschen, sage ich mal, befremdlich, wenn man alles versucht, an ein zu einzelnen Zahlen hier zu erklären. Und dieser Zinssatz spielt halt auch noch eine Rolle bei Bewertungen von Aktienkursen, weil man so die Finanzmarkt oder diese Finanzforschungstheorie einfach davon ausgeht, umso höher der risikolose Zinssatz ist, umso niedriger ist dann ein Unternehmen zu bewerten. Und insbesondere dann, und beziehungsweise deshalb, weil ja ein Aktienkurs spiegelt ja immer die Zukunft wider, also das spiegelt ja nicht in der Regel nicht den aktuellen Wert, also den Status quo von einem Unternehmen dar, sondern er versucht ja immer quasi zukünftige Gewinne vorwegzunehmen. Und ein zukünftiger Gewinn, umso länger der in der Zukunft ist, ist dann dadurch, dass es mehr oder weniger risikolos Zinsen gibt, dementsprechend weniger wert. Und dadurch, wenn man das dann in aktuelle Geldeinheiten umrechnet, ist der Kurs dann automatisch niedriger. Und nach der These müssten dann gerade Unternehmen, die sehr stark, sage ich mal, zukünftige Gewinne oder Aktienkurse, die sehr stark zukünftige Gewinne vorweggenommen haben, auch entsprechend stark fallen, weil natürlich dann diese Gewinne entsprechend weniger wert sind. Und das kann man auch schon beobachten, dass das der Fall ist. Die Frage ist immer, wie nachhaltig das dann auch ist. Schauen wir uns einfach mal an, was am Freitag so passiert ist. Ich habe hier mal ein Nasdaq hier. Da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher rein. Und zwar auf die letzten 2 Tage. Und dann den 10-Minuten-Chart. Also hier sehen wir den Donnerstag und hier sehen wir den Freitag. Und da sieht man auch schon, wir sind quasi leicht im Plus eigentlich eingestiegen, weil die US-Arbeitsmarktdaten, die waren ja hervorragend.
Und also die USA startet jetzt wohl wieder richtig durch. Aber das hat nicht wirklich lange gehalten und dann gab es einen krassen Abverkauf und so. Und Nasdaq war dann ein Tagestief über minus 3%. Bis circa 11:30 Uhr, also US-amerikanischer Zeit. Und da danach ging es eigentlich wieder relativ straight wieder nach oben und dann ist dann auch leicht im Plus mit 1, noch was Prozent hat dann der Nasdaq dann auch geschlossen. Und dieses Muster, das haben wir natürlich dann bei ganz vielen Werten, weil es einfach bei vielen Tech-Werten, weil dann einfach ein ganz normaler Abverkauf dann stattgefunden hat. Und man sieht das zum Beispiel, hat es bei, oder fangen wir erstmal mit Apple an. Bei Apple gleiches Muster, im Plus eingestiegen, dann ein Abverkauf, ein auch relativ deutlicher, drin wieder auch 3% und dann leicht im Plus geschlossen. Bei AMD genauso, dort war der Abverkauf höher, bei über 6% und dann auch irgendwie leicht im Plus geschlossen. Jetzt kommen wir mal zu zwei Werten, die deutlich stärker die Gewinne vorweggenommen haben, zum Beispiel Tesla oder die potenziellen Gewinne. Sieht man auch, oder das war eigentlich schon richtig krass, das war teilweise irgendwie fast 15% Intraday im Minus. Und das ist natürlich dann schon mal hart. Bei Tesla war es auch so, der oder die Kurs hat nicht jetzt nicht ganz im Plus geschlossen, sondern war dann irgendwie erst mit 3, noch was Prozent dann im Minus am Ende. Noch heftiger hat es Black Power Intraday erwischt. Wenn wir auch mal kurz anschauen, da waren sogar in der Spitze irgendwie fast 20%. Und bei Black Power war es dann witzigerweise sogar noch so, dass die eigentlich bei plus minus null dann rausgekommen sind. Also das sieht man schon. Also die Werte, die ist dann halt oder stärker gelaufen sind in den letzten Wochen oder Monaten, die hat, sind dann auch stärker unter die Räder gekommen. Aber man sieht, das Muster, das ist überall das gleiche. Und das Wichtige ist eigentlich dabei jetzt, dass man genau in diesen Situationen nicht in Panik gerät. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil angenommen man hat bei Plug Power am Tag vorher gekauft und ist erstmal dann quasi minus 20%, das ist natürlich schon mal richtig heftig. Und hier muss man sich halt einfach mal klar machen, warum kauft man eigentlich eine Aktie und kann man dann auch solche Schwankungen auch tatsächlich aushalten? Weil angenommen, man hätte jetzt zum Beispiel in Apple investiert, da sieht ja die Sache schon mal ganz anders aus. Also erstens mal ist der Drawdown bei weitem nicht so hoch, weil eben die Aktie gar nicht so stark reagiert, zum Beispiel auf diesen Zinssatz. Und zum anderen, und da muss man dann einfach mal diesen, ich finde es immer ganz gut, diesen größeren Blick mal einzunehmen. Also man geht jetzt eben raus aus dieser Ein-Tages-Zwei-Tages-Sicht, also auf die ganz kurzfristige und geht mal auf einen längerfristigen Blick. Jetzt gehen wir einfach mal auf den 5-Jahres-Chart. Da sieht man doch zwei Sachen. Man sieht zum einen, solche Kursrücksätze, die gibt es immer wieder. Also das hier zum Beispiel ist der Corona-Crash. Man sieht aber, im September gab es auch einen ordentlichen Abverkauf von der Apple-Aktie und auch im Oktober 18 gab es auch einen ordentlichen Rücksetzer. Also hier sprechen wir auch von 30%, hier 30%. Und hier auch locker 20%. Aber was man auf der anderen Seite hier sieht, dann ist eigentlich jeder Tag ein richtiger Einstiegszeitpunkt. Auf lange Sicht ist dann nämlich der Einstiegszeitpunkt eigentlich völlig egal, sondern das, auf lange Sicht ist eigentlich nur wichtig, wie kommt man durch diese Phasen durch, wo es einfach nach unten geht. Das ist der eine Punkt, wo ich mir sage, okay, also bei einer Firma wie Apple mache ich mir aktuell zum Beispiel gar keine Sorgen, dass es irgendwie jetzt ein Crash kommt und dass ich jetzt einen Haufen Geld verlieren wird. Genauso bei AMD. Also AMD hat auch Top-Produkte, wenn man Top-Management
Im Großen und Ganzen wüsste ich jetzt auch gar nicht, warum eigentlich diese Firma irgendwie überbewertet sein soll. Das ist ja auch oft die These, dass der Aktienkurs überhaupt nichts mit der Realwirtschaft zu tun hat. Also zum Beispiel bei Apple und AMD sehe ich das überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt gar keine Überbewertung. Ganz im Gegenteil. Und da wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht, warum ich jetzt hier irgendwie Angst bekommen sollte, diese Aktien zu verkaufen. Bei AMD sogar noch so. Dort habe ich auch Put-Optionen geschrieben und die habe ich aber, weil ich nicht diese, das hatte ich ja schon im Video davor auch schon gesagt, dass ich nicht weiß, ob der Markt jetzt stärker korrigiert oder eben nicht. Die sind cash secured. So, dadurch habe ich relativ viele Handlungsoptionen. Also da gibt es verschiedene Strategien, was man da machen kann. Es gibt die Möglichkeit, Optionen zu rollen. Aber dadurch, dass ich es eben auch mit Cash unterlegt habe, kann ich aber auch sagen, ich gehe einfach long im Underlying. Oder ich gehe long im Underlying, indem ich dann Covered Calls darauf verkaufe. Also da habe ich relativ viele Handlungsmöglichkeiten noch offen. Deshalb bin ich da auch relativ entspannt gerade. Man muss ja also auch aufpassen, es ist jetzt auch nicht so, dass mich das da nicht beeinflusst. Ich muss schon sagen, das finde ich schon auch hart, aber man muss sich halt irgendwie eine Strategie finden, wie man eben genau durch diese Phasen durchkommt. Was man auch noch hier erkennen kann auf dem Chart ist nämlich, man sieht ja hier diese grüne Linie, das ist der 200-Tage-Durchschnitt. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel bei AMD, eigentlich, dass in den letzten 5 Jahren die Aktie selten unter diesen 200-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Und das Gleiche sieht man auch bei Apple. Hier gab es eben bei diesen größeren Crashes, ist hier schon auch mal durchgeschlagen, aber selbst im Corona-Crash war es so gar nicht so weit weg von der 200-Tage-Linie. Und wenn man auf den Nasdaq mal schaut, dann stellt man auch fest, dass der, wenn man quasi das Tief hernimmt, auch gar nicht mehr so weit weg ist von der 200-Tage-Linie, beziehungsweise schon ordentlich näher gekommen ist. Wobei beim Nasdaq sieht man hier, also ein alter Widerstand ist ja immer eine neue Unterstützung. Man hat hier bei gut 12.500 Punkten auch noch eine zusätzliche Unterstützung. Und schaut man nochmal anderen großen Wert an, wie Amazon. Der ist sogar unter die 200-Tage-Linie gefallen. Genauso, selbst Tesla ist von der 200-Tage-Linie gar nicht mehr so weit entfernt und auch Plug Power hat die 200-Tage-Linie so langsam in Sichtweite. Das heißt, meiner Meinung nach, es kann natürlich jetzt noch weitere Abverkäufe geben. Aber ich denke mal, wir haben jetzt demnächst den Boden erreicht. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das Thema erstmal durch ist. Ich glaube auch eben nicht daran, dass man einfach an einer Zahl mehr oder weniger die Zukunft komplett vorhersagen kann. Ich glaube, dass das System Wirtschaft sich da daran anpassen wird. Mein eins ist auch klar, dass die US-Notenbank den Zinssatz nicht ins Unendliche steigen lassen wird, sondern sie werden natürlich auch eingreifen. Und von dem her muss man da einfach jetzt Ruhe bewahren und sagen, mal die nächsten 2, 3 Wochen da voll durch. Ich will nur mal auch noch mal einen Punkt hinweisen. Sieht man nämlich an einer Aktie hier ziemlich gut und das ist eine AMD-Aktie. Gehen wir mal auf den Jahreschart. Das ist jetzt quasi der Jahreschart der AMD-Aktie. Hier sieht man nämlich auch ein Phänomen, das man auch nicht unterschätzen darf. Das gilt an all die Leute, die ständig an der Seitenlinie warten. Die Performance von AMD in den letzten 365 Tagen, die wurde im Prinzip hier im Juli gemacht und innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Und wer an dem Zeitpunkt hier nicht investiert war, der hat eigentlich den Großteil der Rendite verpasst. Und diesen Zeitpunkt abzupassen, das halte ich für nahezu unmöglich. Das heißt, umso früher ihr eigentlich im Markt sind, umso höher wird eigentlich ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Kursanstiege wirklich mitnimmt. Und es gibt natürlich auch dann Leute, die bestimmt sagen, ja gut, ich warte halt ab und dann steige ich da ein. Aber wenn ihr da wirklich quasi die erste Kerze hier nach oben habt,
in diese sehr stark ansteigende Kurse reinzukaufen, das ist genauso schwierig wie in fallende Kurse reinzukaufen. Da merkt man einfach, das ist psychologisch extrem schwierig. Deshalb versuche ich das gar nicht zu machen, sondern ich versuche, sage einfach, okay, wenn ich Geld habe, wo ich investieren kann, dann schiebe ich das rein in den Markt und ich warte dann einfach ab. Weil die Vorhersage, ich kann es nicht, das ist wirklich sehr schwierig und es zeigen übrigens auch Statistiken, dass die Renditen an ganz wenigen Tagen im Jahr gemacht werden. Deshalb, wenn ihr nicht investiert seid, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr es ja auch dann verpasst. Nein, es gibt ja auch dann unterschiedlichste Strategien. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Ich sage einfach, ich habe keine Ahnung, wann diese Tage sind. Deshalb gehe ich einfach in den Markt mit einem sehr hohen Anteil und einem niedrigen Cash-Anteil und hoffe so, dass ich diese Tage einfach mitnehme. Und versuche dann wirklich konsequent zu sein und bei diesen Rücksetzern dann eher quasi meine Top-Performer nachzukaufen und auf gar keinen Fall verkaufen. Und das ist so, wie ich damit umgehe. Wie gesagt, ich versuche immer das größere Bild zu sehen. Ich habe auch, glaube auch einfach nicht an diese ganzen Rechnungsmodelle, die da von der Finanzwissenschaft erstellt wurden, weil das ich mir nicht vorstellen kann, dass es dieses komplexe System wirklich gut abbilden kann. Und so handhabe ich das. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Ich gehe jetzt eher sogar aus von leicht steigenden Kursen. Wissen tue ich nicht. Kann nochmal weiterfallen, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist der Zirkus demnächst auch schon wieder vorbei. Und dann wird wieder irgendwie was anderes ausgepackt, was dann wieder für den nächsten großen Crash sorgen kann. Also soweit erstmal von mir. Stay long, bis dann. Ciao.